Hallo meine lieben Frauen, denn heute ist ja Weltfrauentag. Ja, wertschätzt euch alle selber, wenn es die Männer schon nicht tun. Ja, und lasst euch nicht auf Narzissten ein oder auf Menschen, die euch nicht gut tun. Und tut euch selber was Gutes. Schickt euch selber Blumen. Oder macht irgendwas anderes Schönes, was ihr euch vorgenommen habt und keine Zeit so hattet. Macht irgendwas Schönes für euch selbst. Ja, und kämpft weiter. Lasst euch nicht unterkriegen. Leider gibt es immer noch viel zu viel Hass gegen Frauen. Und leider werden ja ganz viele Frauen täglich umgebracht von ihren Männern. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, da sind nicht weniger, sondern eher mehr wird. Ich kenne jetzt die Statistik nicht, aber die wird ja eh gefälscht, von daher. Ja, also Gewalt gegen Frauen ist kein schönes Thema, gibt es leider viel zu häufig. Und deswegen, ihr lieben Frauen, passt alle gut auf euch, passt auf, worauf ihr euch, auf wen ihr euch einlasst. Und seid nicht zu gutgläubig. Lasst euch nicht begrapschen von irgendwelchen Fremden im Bus oder auf einem Konzert oder in einer Disco. Ich meine, gut, jetzt haben wir Corona, geht das sowieso nicht. Aber ich kenne das ja selber, wie es ist. Als Frau ist es leider so, das können sich die Männer selber gar nicht vorstellen, die vielleicht jetzt nicht irgendwelche Frauen einfach in einer Disco oder auf einem Konzert angrapschen, aber es ist so. Man steht auf einem Konzert in einer. Ja, ich habe immer in der ersten Reihe gestanden, weil ich klein bin und sonst nichts sehe. Ja, und dann wird man einfach in dem Gequetsche, wird man dann begrapscht. Das ist doch nicht schön, wer will denn sowas? So, da ist nur immer kein Platz, um dann um sich zu schlagen. Aber ist das dann schön, als Frau dann wieder gewalttätig zu werden, nur weil die Männer das nicht checken, dass man sowas nicht macht? Und im Bus im Gedrängel, morgens früh, früher, wo ich zur Schule gefahren bin, also ne, so lange ist das schon her, da ist das auch schon passiert. Also Frauen werden immer noch sexuell belästigt und für die Männer ist das ja immer nur eine Lappalie, finde ich aber gar nicht. Also mich hat das ganz extrem gestört und deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal zur Sprache bringen. Lasst euch nichts gefallen, liebe Frauen. So, gibt noch ein paar wenige Männer, die vielleicht gut sind und die nicht so sind, aber leider Gottes sind schon sehr viele Männer sexistisch und scheißen da drauf, auf Deutsch gesagt, ob es uns dabei gut geht oder nicht. Weil die sich eigentlich gar nichts darüber denken. Die denken sich nämlich nichts und das ist das Schlimme dabei. Wie das ja leider heute so üblich ist, dass man, egal worum es geht, um welches Thema, es denkt sich keiner mehr über irgendetwas was. Sondern bei manchen kann sowas eine schwerwiegende psychische Störung hervorrufen, weil die vielleicht schon in ihrem früheren Leben irgendwelche schlimmen Sachen mit Männern erlebt haben. Und wenn sie dann später nochmal irgendwo begrapscht werden, nur so im Vorbeigehen, weil das ja lustig ist, oder diese ganzen sexistischen Sprüche, die man ja so hinterhergerufen kriegt, ist ja auch im Gang und gäbe, da macht sich keiner Gedanken drüber. Also ich bin hart, mir kann nichts passieren, so, obwohl mir schon genug passiert ist, dank ihr tollen Männer, ne, da draußen. Aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Nur bei anderen Frauen ist es leider so, ne, dass die sich vielleicht runterziehen lassen und dass die dann vielleicht Selbstmordgedanken haben oder in der Psychiatrie landen oder sonst was. Da braucht nur praktisch der sogenannte Tropfen auf den heißen Stein kommen und schon ist man dann wieder depressiv oder irgendwas. So, und darüber machen die Männer sich alle gar keine Gedanken. Wie gesagt, in der heutigen Zeit macht sich keiner Gedanken. Und um uns Frauen schon mal gar nicht. Deswegen müssen wir uns alle selber helfen und uns um uns selber kümmern. Das ist nun mal so. Ja, und traurigerweise, die Männer, die ich heutzutage so kennengelernt habe, die taugen alle nichts. Ja, kann keiner irgendwie handwerklich irgendwas, das muss ich alles alleine machen. Kann keiner eigentlich überhaupt irgendwas, das ist wirklich traurig. Tja, außer dummes Zeug reden, das können sie alle gut. Schwitzer sind viele da draußen, leider. Ja, tut mir leid, ihr lieben Männer, die eventuell auch meinen Kanal abonniert haben, dass ihr jetzt gerade mal nicht so gut wegkommt, aber wir haben heute Weltfrauentag
Und nimm bitte mal Rücksicht auf uns. So, die Medien sind doch auch voll damit. Die Frauen wehren sich mit. Was heißt mittlerweile wieder mal? Hat ja in den 60er, 70er Jahren angefangen. Kann ja nicht so weitergehen, dass sich eigentlich in den ganzen Jahren nichts verändert hat. Außer, dass wir Frauen in uns selber stärker werden und unser Leben alleine auf die Reihe kriegen, ohne die Männer. Aber das ist doch traurig. Ist ja nicht so, dass wir euch Männer hassen oder keine Männer wollen. Nur ihr Männer seid keine Männer mehr, in meinen Augen. So, und es geht nicht darum, hier den Macho raushängen zu lassen. Es geht darum, ein Mann zu sein, wenn man Stärke braucht und nicht jetzt mit den Fäusten oder mit dem Mund. Sondern, dass man wirklich mal zu seiner Frau steht, wenn jetzt irgendwelche Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Familie auftauchen oder in der Nachbarschaft oder sonst wo. So. Solche Sachen. Oder eben, wenn mit den Kindern Probleme sind, dass man sich dann auf seinen Partner verlassen kann. Oder eben, dass der Mann auch handwerklich was kann. Es ist schön, dass wir Frauen mittlerweile so viel alleine können, aber es wäre noch schöner, wenn jemand da wäre, der das auch könnte. Und der uns mal Arbeit abnimmt. Weil wir in der heutigen Zeit alles leisten müssen, kann sich gar keiner mehr vorstellen. Und die Männer, die liegen nur noch blöd auf der Couch rum. Deswegen habe ich nämlich schon seit 18 Jahren keinen. Traurig, ne? Seit 18 Jahren bin ich Single. Ja, weil ich alleine klarkomme. Nee. Ja, und wenn ich dann mal denke, jetzt habe ich wieder jemanden kennengelernt, der nett ist, ne? Ja, dann ist das wieder so ein Narzisst. Das war der letzte, den ich kennengelernt habe. Und das war eine Katastrophe. So, und ich hoffe, ich habe jetzt endlich mal Ruhe vor dem. Das war nämlich mein Stalker, wo ich schon mal von erzählt habe in einem Video. Ja, der hat ja nicht kapiert, als Narzisst einen in Ruhe zu lassen, wenn man nichts von dem will. Ja, an dieser Stelle schöne Grüße, falls du mich wieder stalkst und hier wieder meine Videos guckst. Lass mich endlich in Ruhe. Nee, fürchterlich. Traurig ist das mit der Männerwelt. Wirklich traurig. Ihr Männer müsst euch mal am Riemen reißen. Dann finden wir Frauen euch auch wieder toll. Und können uns auch mal ein bisschen zurücknehmen und wieder Frau sein. Aber so müssen wir Frauen ja eigentlich in die Männerrolle schlüpfen. Und dann ist doch kein Wunder, dass wir dann Männer nicht mehr brauchen. Wozu? Wenn wir beide Rollen gut können und kennen. Ja. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, lasst euch nicht schlagen, lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht berauben hier von wegen, wie mit meinem Narzissten auch hier, dass man dann wieder das ganze Geld in irgendeinen Loser reinsteckt und am Ende kommt doch nichts bei raus. Man hat selbst nichts und muss dann noch die Loser mit durchfüttern. Ja. Ja, und wie gesagt, Gewalt gegen Frauen geht gar nicht. Und sexuelle Gewalt schon mal noch erst recht nicht, gar nichts davon. All sowas ist das allerletzte. Und alle Männer, die sowas machen, sind für mich keine Männer. Das sind einfach nur Luschis. Weil sie sich nämlich nicht mit gleich starken Menschen anlegen, sondern mit Frauen. Wie arm ist das denn? Also daran sieht man doch schon, dass ihr Männer alle gar nichts mehr könnt. Ja, wie gesagt, das ist wirklich traurig. Ich gehe auch nicht hin und ich schlag meinen Mann nur, weil der gerade nicht so funktioniert, wie ich das haben möchte. Oder weil ich im Beruf irgendwie was Schlechtes gerade erlebt habe. Dann gehe ich nach Hause und schlag meine Frau. So, also ich gehe doch nicht dann dahin und schlag meinen Mann. Obwohl es auch tatsächlich Frauen gibt, die ihre Männer schlagen. Ja, das meine ich jetzt nicht sexuell, sondern es gibt es wirklich. Habe ich auch schon erlebt, sowas. Ja, schlagen ist überhaupt nichts. Auch wenn ich im Kampfsport früher war, schlagen geht gar nicht. So, das ist nur, wenn man jetzt mit seinem Leben bedroht wird, dann kann man sich wehren. Aber ansonsten nicht. Aber wie gesagt, leider Gottes werden ja auch ganz viele Frauen nicht nur geschlagen, sondern sogar umgebracht. Und da fehlen mir echt die Worte. Oder die werden umgebracht, weil sie mit ihrem super tollen Narzisstenmann Schluss gemacht haben.
Freund, besser gesagt, Freund, Mann, wie auch immer, auf jeden Fall eine Beziehung mit so einem kranken Narzissten. So, dann ist Schluss und dann wird die Frau gestalkt und dann wird sie umgebracht. Oder die wird schon in dem Moment umgebracht, wenn sie sagt, dass sie Schluss machen will. Ja, das kann ich alles nicht nachvollziehen. Was ist das für eine heutige Zeit? Oder die Frau ist so wenig wert, dass sie nur eine SMS kriegt, um Schluss zu machen. Das sind alles Sachen, die gehören sich nicht. Also wo ist eure Erziehung, ihr lieben Männer? Ja, deswegen gibt es so viele Single-Frauen, weil es nämlich keine gescheiten Männer mehr gibt. Ja, so ist das. So, in diesem Sinne wünsche ich allen trotzdem einen schönen Weltfrauentag.